Hallo und willkommen zu einem neuen C++-Tutorial auf diesem Kanal. In den letzten Episoden haben wir ja über Move- und Copy-Konstruktoren geredet. Heute gibt es noch mal ein kleines Extra dazu, und zwar gucken wir uns an, wie wir Konstruktoren löschen können oder auch auf den Standardwert setzen können, also den Default-Konstruktor sozusagen machen. Und zwar ist das ganz praktisch für zum Beispiel folgendes Szenario. Angenommen, wir haben eine Klasse A. Hier schalte ich jetzt mal direkt auf Public am besten. Und wir wollen uns hier jetzt erstmal ein A1 erstellen und ein A2 und sagen, da ist gleich A1, also haben wir an der Stelle einen Kopiervorgang. Und diesen Kopiervorgang, den wollen wir an der Stelle einfach vermeiden. Der soll nicht möglich sein. Wieso auch immer wir jetzt nicht wollen, dass Klasse A kopiert werden kann. Es gibt einige Fälle, wo das tatsächlich nicht praktisch ist. Zum Beispiel Threads haben wir noch nicht behandelt in C++, aber da ergibt es zum Beispiel keinen Sinn, das Ganze zu kopieren. Denn ein Thread kann man halt einfach nicht kopieren. Das Ganze zu verbieten ist eigentlich recht simpel. Und zwar müssen wir einfach nur den Copy-Konstruktor löschen. Denn der wird ja an der Stelle aufgerufen. Und das geht mit, erstmal den Copy-Konstruktor hier hinschreiben. A von const, A Referenz, other, ist gleich delete, also gelöscht. Und dann sehen wir an der Stelle hier schon, dass hier das Ganze rot markiert wird. Das heißt, der Kopiervorgang geht nicht mehr. Wenn wir draufhalten, sagt er, dass das Ganze eine gelöschte Funktion ist. Allerdings unterkringelt er uns auch das hier oben, den ganz normalen Konstruktoraufruf, und sagt, es gibt keinen Standardkonstruktor. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar erstellt C++ ja normalerweise, wenn wir keinen Konstruktor definieren, erstmal einen Standardkonstruktor ohne Parameter und auch einen Default-Copy-Konstruktor und einen Default-Move-Konstruktor und so weiter und so fort, die erstmal relativ stumpf arbeiten. Wenn wir aber einen manuellen Konstruktor definieren, dann tut er das zumindest für den Standardkonstruktor nicht mehr. Also Copy-Move-Konstrukte werden normalerweise trotzdem noch gemacht, aber kein Standardkonstruktor mehr. Das heißt, wir müssen den jetzt noch manuell machen. Natürlich könnten wir einfach sagen, A, Klammer auf, Klammer zu, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu und haben jetzt einen leeren Konstruktor. Wir können aber auch wirklich explizit sagen, wir wollen den Default-Konstruktor haben und das geht mit ist gleich Default. Genauso gut können wir natürlich auch den Standardkonstruktor löschen mit Delete oder den Copy-Konstruktor auf Default setzen mit Default. Das ist dann der Default-Copy-Konstruktor. Genauso geht das zum Beispiel auch mit dem Move-Konstruktor. Oder auch mit dem Destructor, wobei es wenig Sinn ergibt, einen Destructor zu löschen. Okay, ich mache mal wieder das Ganze andersrum. Den hier löschen wir. Und den hier setzen wir auf Default. Und dann sehen wir, dass jetzt diese Zeile hier erlaubt ist, weil wir einen ganz normalen Standardkonstruktor haben. Der Kopiervorgang allerdings funktioniert nicht. Wir könnten allerdings zum Beispiel sagen, dass wir jetzt einen Move-Konstruktor machen, also A von einem rValue other und zum Beispiel stdCoutMoveConstructor, stdEndline. Wir haben ja hier in der Klasse eigentlich nichts. Und dann geht natürlich der Kopiervorgang nicht. Ich könnte aber sagen stdMove von A1, also ein rValue daraus machen und das kann ich rüberschreiben. Das heißt, ich kann das Ganze halt einfach moven. Dann ist natürlich davon auszugehen, dass A1 nicht mehr wirklich funktioniert, weil das Ganze ja jetzt in A2 rübergeschrieben wurde. So in der Art ist das übrigens auch bei Threads in C++ tatsächlich. Das heißt, die kann man moven, aber nicht kopieren. Oder ich könnte hier natürlich auch direkt sagen, ist gleich Default. Das würde ich aber bei einem Move-Konstruktor eigentlich nie so unbedingt machen. In den meisten Fällen macht es bei dem Sinn, den selbst zu schreiben. Okay, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Dann hoffe ich, dass euch das Video mal wieder gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!